So, jetzt. Nein, der ist nicht mehr hier. Ja, er hat gesagt, er geht zu Fuß nach Hause, damit er ein bisschen nüchtern wird. Ja, okay. Tschüss. Wo sind die jetzt? Die ist weg. Jetzt er wollte doch tanzen mit mir. Ja, Rudi, jetzt komm für heute lang. Deine Frau hat auch schon angerufen. Kommst du, die gehst schon drauf ein. Wo ist denn dein Mantel? Ja, ich hole ihn. Oh, jetzt komm, Rudi. Was du das da suchst, das kriegst du erst morgen wieder. Du weißt doch immer Autofunker, wer ich will. Jo, jo. Erklär das mal der Polizei. Außerdem habe ich deiner Frau gesagt, dass du zu Fuß nach Hause gegangen bist. Oder soll ich dir ein Taxi rufen? Hey. Tschüss, Rudi. Komm gut nach Hause. Und mach ja keine Umwege, sonst bin ich wieder schuld. Sie ja nicht weh. Reinigen tun sie sich. Und Würstel tun sie sich auch. Thank you.
Scheiße. Ist da jemand? Rudi, das bist doch du. Rudi, wenn du heimkommst, du, dann kannst du aber was erleben, das sag ich dir. Rudi, jetzt sag doch was. Du Feigling. Das ist doch immer das Gleiche mit dem Mann. Du alter Depp, du. Weißt du, was du bist? Ein Erotonomane. Können Sie sich ausweisen? Nein, ich kann mich ausweisen. Was soll denn das? Ich bin doch nur auf dem Heimweg. Ihre Papiere. Ich habe nichts getan. Ihren Ausweis. Moment. Bitte. Rudolf Prinz, 10.06.43. Manche sagen auch Prinz Rudolf zu mir. Und Sie haben einen in der Krone, ja? Ja, einen ganz großen. Darf ich jetzt höflichst fragen, was das hier soll? Also die Fragen stellen wir und außerdem wissen Sie das ganz genau. Jetzt kommen Sie mal mit. Wohin denn? Senkst dann schon. Wissen Sie es jetzt immer noch nicht? Was soll ich denn wissen? Dann kommen Sie mal mit. Einbrochen ist worden, das sehen Sie ja. Und wir haben drei Zeugen, die haben Sie flüchten sehen. Mich? Ja. Wo ist die Beute? Ja, das ist jetzt nicht das Problem. Die könnten Sie ja irgendwo... Wo? Der war's. Der. Ja. Ja, er könnte schon gewesen sein da. Warum soll es denn auch gerade der gewesen sein? Also was die Leute sich denken. Ja. Sagen's mal das. Ja, Sie müssen sich schon sicher sein. War es oder war es nicht? Der sah ganz anders aus. Der hatte einen Bart. Ich weiß es ganz genau. Der ging ganz nah an mir vorbei. Und Sie sind sich ganz sicher? Hundertprozentig. Na gut, also er war es nicht. Ihren Namen und Ihre Adresse haben wir ja. Wenn noch irgendwelche Fragen auftauchen sollten, wissen wir ja, wo wir sie finden. Moment mal! Zentrale, ja, 357. Die Zeugen haben den Verdächtigen nicht eindeutig identifizieren können. Wir suchen weiter, Moment. Ich war da schon fast zu Hause, was soll ich denn jetzt machen? Naja. Wir könnten ja, was meinst du? Wir müssen ja sowieso wieder in die Gegend. Na gut, schnell sein. Dankeschön. Darf man hier rauchen? Aschenbecher ist an der Seite. Feuer bitte. Ja,
Dann was stimmt doch nicht mit Ihnen. Nächste nach rechts, bitte. Und bei dem Savita wollten Sie mich zu Fuß nach Hause gehen lassen. Ja. Moment noch. Ich habe noch eine Bitte. Ist mir peinlich, aber ich bin jetzt eine Stunde zu spät dran, das sind Sie dran schuld. Und meine Frau ist sehr empfindlich. Könnten Sie mir nicht bitte beim Klingeln helfen? Nein, mach ich nicht. Warum denn nicht? Weil ich nicht mag. Warum bitte nicht? Was soll die? Nein, das war alles. Hast du bitte die Sportschau aufgezeichnet, Schatz? Natürlich, mein Schatz, das mache ich doch immer. Du musst mir jetzt alles ganz genau erzählen. Ja, gleich. Hast du gehört? Erst will ich die Sportschau sehen. Die Sportschau, ja gut, die Sportschau. Also, 1-7 Play. Magst du einen Cognac? Ja, Schatz, aber einen ganz großen. Ja, einen ganz großen. Au! Na gut, so. Schatzi! Das ist doch gar nicht die Sportschau. Was? Das ist ganz was anderes. Wieso, das verstehe ich doch. Ich habe dir noch einen Punkt abgesetzt und die Sportschau aufgesetzt. Verstehe ich überhaupt nicht. Ich habe nicht Lust. Es trinkt erstmal den Cognac. So. Ja, es trinkt doch.